Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Stronghold Warlords mit der Japan-Kampagne. Mission 5 steht an, die Invasion Koreas und damit die vorletzte Mission der gesamten Militärkampagnen. Gut, wir haben noch die Wirtschaftskampagne, aber die ist ja separat. Jetzt, da Japan vereint ist, will Hideyoshi sein Erbe durch eine neue Eroberung sichern. Hideyoshis Plan zeigt ja sofort Erfolg. Die Kapitulation des Hojo-Clans läutete das Ende des Widerstands gegen die Oda-Herrschaft in Japan ein. Obwohl Hideyoshi nie offiziell zum Shogun ernannt wurde, gab ihm seine Stellung die Oberherrschaft über die Armeen der Nation. Jetzt will er Nobunagas unerfüllten Traum in die Realität umsetzen, die Ming-Dynastie jenseits des Ozeans im Westen zu erobern. Doch um die Ming zu erreichen, müssen seine Armeen zuerst in Korea landen. Die koreanischen Herrscher jedoch haben sich bisher geweigert, ihm freien Durchgang zu gewähren. Hideyoshi ist entschlossen, seine Ambitionen in die Tat umzusetzen. Er befiehlt einer Flotte, an der Küste Koreas zu landen und die Burg in Busan einzunehmen. Busan, oh Gott, jetzt muss ich an den Film denken. Train to Busan. Das sollten die meisten, denke ich mal, kennen, die sich ansatzweise mit Horrorfilmen beschäftigen, ne? Schön, dass es Busan damals schon gab, auch wenn es da wahrscheinlich noch keine Züge gab. Aber schön. Alles klar. Dann greift die Burg bei Busan an, tötet den Fürsten, erobert die Region. Alle Truppen. Alles klar. Ah, manchmal ist es besser, über einen weniger offensichtlichen Weg anzugreifen. Ah, ja. In den Anfangsphasen dieser Belagerung solltet ihr Blenden verwenden. Das hört sich nach einer echt blendenden Idee an. Setzt sie weise ein. Bei manchen Toren empfiehlt es sich, sie zu erobern, anstatt sie zu zerstören. Halt nach einer erhöhten Position Ausschau. Von dort aus könnt ihr Pfeile auf den Feind hagen lassen, ohne einen Gegenangriff zu befürchten. Also jetzt wirklich eine... Wenn ihr euren letzten Angriff startet, solltet ihr keine Gnade zeigen und eure schwer gepanzerten Truppen vorausschicken. Eure Mönche solltet ihr am besten in Reserve halten. Dank ihres Tempos können sie manchmal einen blitzschnellen Sieg herbeiführen. Okay, wir sollen halt wirklich belagern. Es wird eine Belagerungsmission. Bin mal gespannt, weil die können alles sein von ultra schnell bis wir tuckern langsam voran. Und das dauert trotzdem eine halbe bis eine Stunde. Wir werden sehen. Oh, okay. Eine Nachricht von Hideyoshi. Oh, okay. Ich vertraue euch. Ich mir aber nicht. Die Verteidigung ist gut aufgestellt, doch ihr müsst vorsichtig sein. Diese Koreaner sind entschlossene Verteidiger. Okay, wir haben nicht sehr viel. Und ja, ein direkter Angriff frontal. Ich meine, wir brauchen nur in Anführungszeichen den Burgkern. Einfach Tor durch, Tor. Wenn wir jetzt 20 Samurai hätten, Tor, Tor drin. So. Ich meine, die Schildkröte wurde schon ein bisschen angenatzt, aber es bringt nicht sehr viel. Aber ich glaube, von wegen den weniger offensichtlichen Weg, beste wäre wahrscheinlich wirklich einmal außenrum. Über die Schildkröte, einmal hier entlang. Und von dort hinten dann. Es könnte sein, dass ich von hier aus, gerade auch von wegen erhöhter Position leichter, die Ampuschützen wegschießen kann. Mit meinen Bogenschützen. Okay, lang genug überlegt. Was soll ich tun? Tatsache, General, die gab es ja auch noch. Sehr langsam und schwer gepanzerte Einheit, die mit einem Schwertwaffen ist, gewährt Einheiten im großen Radius einen Rüstungsbonus. Ja, zusammen mit Samurai und dann vielleicht noch den Bannerträgern. Alter Falter, sollten die Samurai dann abgehen. Neue Pläne? Also, obwohl, vom Banner. Ja, es ist dann doppelter Rüstungsbonus, ne? Befehl. Wahnsinn, ich sehe es gerade, die haben zwei Bobbel. Wo ist die Front? Ikimaso. Euer Schild ist. Oh Gott, nein, ich habe einen Countdown. Nein, ich hasse es, wenn ich einen Countdown habe. Euer getreuer General. So, dann holen wir uns mal die Schildklöte. Wir werden angegriffen. Mach mal den Axtkämpfer weg. Beeilt euch bitte, danke. Wo ist die Front? Euer Schild ist bereit. My Lord. Und dann gehen wir mal in Richtung des Gegners. Um zu sagen, was wir von ihm halten. Verstanden. Ich bin bereit. Ich sehe. Mach die mal weg. Wohin ihr zeigt. Dankeschön. Verstehe. Und gleich nochmal.
zeigen. Ja. Mensch, sind echt solche Trolleinheiten, das ist Wahnsinn. Ich beginne die Reise. Ja. Ja. Was soll ich tun? Ich befinde mich im Gleichgewicht. Euer getreuer General. Ich sehe das Ziel. Okay, ich hätte gerne... Bringt's was, den Warlord einzunehmen? Ich glaube nicht. Wir ignorieren ihn einfach. Dieser Warlord war nie hier. Schutzwände stehen euch zu Diensten. Euer getreuer Diener. Geh mal einmal weiter außen rum. Schnitz gewisse Rüstungsbonus, also. Ah, ein schlauer Schachzug. Von den Hügeln aus wird die Burg leichter anzugreifen sein. Eure Interessant. Es wird nicht leicht, auf die Klippe zu gelangen. Ihr könnt die Schutzwände einsetzen, um Pfeiler aufzuhalten. Wo ist die Front? Das klingt nach einem Plan. Meister? Wer muss beschützt werden? General und alle anderen auch was ein bisschen dazu. Tun? Dann wird mal zurückgeschossen hier. Der Geist ist bereit. Und ja, erledigt. Was kann ich beschützen? Unterwegs. Da würde ich sagen, brauche ich auch noch keine Leiter, weil es bringt mir nicht wirklich was. Aber ich finde es interessant, dass es jetzt einen Trigger gibt, dass die KI immer mit dir redet, wenn du zu anderen, wenn du zu oben lang gehst. Das finde ich jetzt cool durchaus. Ich glaube, das ist erstmalig in Stronghold, dass es so einen Trigger gibt im Sinne von, du gehst woanders lang und dann plötzlich, oh, interessanter Idee. Was soll ich tun? Jetzt mache ich einfach auf, weil hier kann ich dann mit den Leitern ran und dann ist es eh. Dann ist Gigeus Maximus. Ich befinde mich im Gleichgewicht. Auch bekannt als der Jitus Delitus. Euer Schild ist bereit. Klopf, klopf. Von den Hügeln, von hier oben. Ich glaube, ich könnte die Armbrustschützen bestimmt wegschießen. Was kann ich beschützen? Meister, ich folge dem Pfad. Mit einem offenen Herzen. Ja, ich bin durchaus überrascht, dass die Axtkämpfer dann doch manchmal ein bisschen viel aushalten. Gut, sie haben ein Schild, das ist halbwegs sinnvoll, dass sie auch ein bisschen Pfeildefensive haben. Wo ist die Front? Oyobide? Ja. Ja. Eine neue Strategie? Okay, das sollte zeitlich sich eigentlich sehr gut aufgehen. Jetzt bin ich da oben. Und von hier oben. Schutzwände stehen euch zu Dienst. Dann noch die Bannerträger dazu schicken. Schön den Rüstungsbonus noch mitnehmen. Euer Schild ist bereit. Und dann mit Schutzwänden und Bogenschützen hierher. Und dann Hallo sagen. Was kann ich beschützen? Ja. Ich bin vorbereitet. Ja, wir brechen auf. Die gepanzerten Einheiten können mal ein bisschen die anderen gepanzerten aufhalten. Und passend begrüßen. Schutzwände stehen euch zu Dienst. Die Mönche können ja einmal schön umschubsen, das ist okay so. Jetzt zurück. So, Leitern an die Welle. Auf der Schnelle, auf die Welle. Die Leitern sind aber nicht. Meister. Dann mal hoch mit euch und schön mal hier oben säubern. Während ihr auch noch hier hochkommt. Na, du bist eine Glaskanone. Ich teile nicht mehr Schaden aus, als ich selber einstecken kann. Wenn du One-Hit bist, dann ist das keine gute Idee. Wenn du schon durch ein Wattebäuschen umfällst. Ich hoffe mal, dass das so halbwegs hin. Oh Gott, die Armbrustschützen sind halt echt böse. Komme ich auf einen relativ schnellen Weg hoch? Ich hoffe. Spätestens die Samurai müssen das für mich entscheiden. Ansonsten noch der General. Die Bannerträger. Ich gehe einer den... Ah, sehr schön.
Da geht's auch. Warum geht ihr nicht gleich da lang? Kam, Pläne? Verstanden. Wir werden marschieren. So, schön hoch. Lasst euch nicht ablenken. Guck mal, die Schwertkämpfer, schön, dass sie abgelenkt werden. Passt da eigentlich. Ich geh mal weiter ab. Die Samurai können sich um den Lord kümmern. Ich glaube sogar sehr gut können die das. Ja, die rasieren den weg. Es ist Wahnsinn. Also die Samurai sind so stark in dem Spiel. Und zack, erledigt. Ja, wunderbar. Ich meine, klar hätte man das noch umsichtiger machen können, aber hey, es ist das Ergebnis, was zählt. Ja, das war dann doch eine ziemlich schnelle Mission 5. Dann sehen wir uns das nächste Mal bei der letzten Mission der Japan-Kampagne und den gesamten Militärkampagnen. Die Stadt muss gehalten werden. Soll ich die Folgenamen dann wirklich so nennen? Naja, komm, machen wir einfach, komm, was soll's. Ja, dann bis zur letzten Mission.